Kammern. Wissen Sie, was Kolostrum ist? Ich muss gestehen, ich wusste es bis vor kurzem nicht. Das ist die Vormilch von Säugetieren, die direkt nach der Geburt produziert wird, also von Kühen zum Beispiel. Und diese Biestmilch, wie sie auch genannt wird, die tut angeblich nicht nur Kälbern gut, sondern auch Menschen. Sie soll nämlich bei zahlreichen Krankheiten helfen. Das sind die Produzenten einer ganz besonderen Essenz. Deutsche Schwarzbunte auf einem Bauernhof in der Eifel. Was diese Kühe in ihren Eutern haben, ist weit mehr als schlichte Milch. Es ist Kolostrum, die sogenannte Biestmilch. Die ist relativ zähflüssig, hat einen etwas anderen Geschmack als diese normale Kuhmilch, die gemolken wird. Ich sag mal, ein Leckerbissen ist es nicht. Kolostrum ist eine Art konzentrierte Muttermilch, die die Kuh nur in den ersten 2 Tagen nach der Geburt eines Kalbes gibt. Ohne diese Milch können die Kälber kein Abwehrsystem aufbauen und würden sterben. Die Biestmilch ist so reichhaltig, dass Bauern sie seit Jahrhunderten sogar selber schlucken. Zur Stärkung und als Heilmittel. Milch als Medikament? Ein Allheilmittel aus dem Euter? An der Uniklinik in Köln haben Wissenschaftler die Biestmilch genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: In Kolostrum finden sich tatsächlich reichlich bioaktive Stoffe. Und ein Teil davon wirkt auch auf menschliche Zellen, zumindest im Labor. Es wirkt auf der einen Seite abwehrsteigernd, das heißt bestimmte Zellen, die zum Abwehrsystem gehören, können stimuliert werden. Es wirkt nicht wachstumsfördernd, ganz, ganz wichtig, weil Wachstumsfaktoren da drin sind und wir befürchtet haben, dass auch Tumorzellen wachsen könnten. Das ist nicht geschehen. Und der dritte Punkt ist, es wirkt antioxidativ. Das heißt, es kann sogenannte freie Radikale, also ganz aggressive Sauerstoffmoleküle, neutralisieren. Im Labor wirkt Kolostrum also. Aber wie ist es in der Praxis? Hat die Biestmilch tatsächlich eine Wirkung auf den Menschen? Dr. Marco Prümmer setzt seit 10 Jahren Kolostrum ein, meist als Unterstützung zur medikamentösen Therapie. Wir haben also sehr positive Erfahrungen gemacht bei allen Arten von Autoimmunerkrankungen, bei Menschen, die sich müde fühlen, leistungsgemindert, aber auch bei Patienten, die speziell halt Allergien halt haben, Neurodermitis und dergleichen. Außerdem behandelt er auch Sportverletzungen mit Kolostrum. Dieser Hobbyfußballer etwa schwört auf seine Kolostrum-Salbe. Ich spiele halt in meiner Freizeit sehr viel Fußball. Kommt schon mal öfters vor, dass man blaue Flecken hat oder kleine Verletzungen am Sprunggelenk oder am Knie. Und seitdem ich vor ungefähr einem halben Jahr das erste Mal hier damit behandelt wurde, habe ich das Gefühl, dass eigentlich alle Verletzungen schneller heilen und auch die blauen Flecken schneller weggehen. Eine verblüffende Wirkung der Biestmilchbandagen. Es gibt auch eine Erklärung dafür. Also im Kolostrum sind vor allen Dingen Entzündungshemmer und Wachstumsfaktoren halt drin und die stützen insbesondere die reparativen Vorgänge im Prinzip bei Sportverletzungen oder auch nach Operationen. Also man kann sagen, dass verletzte Gewebe heilt schneller bei Einsatz von Kolostrum. Also auch in der Praxis zeigt Kolostrum offenbar Wirkung. Doch wo eine Wirkung ist, da ist meist auch eine Nebenwirkung. Die Kölner Forscher haben daher untersucht, ob die Biestmilch menschlichen Zellen eventuell schaden kann. Man kann es nicht überdosieren, das heißt, man muss es ja oral, das heißt über den Mund aufnehmen. Und da ist die Aufnahme natürlich begrenzt, das heißt, man kann nicht so viel Kolostrum aufnehmen, dass ein zytotoxischer Effekt, also ein zellabtötender Effekt im Körper sichtbar wird. Also dafür sind gigantische Mengen notwendig, die nie resorbiert oder aufgenommen werden. Bleibt die Frage, wie kommt man eigentlich an das Heilmittel aus dem Kuhäuter? Schließlich brauchen die Kühe das Kolostrum für ihre Kälber. Die Kühe geben heute mehr Milch, als das Kalb benötigt. Wir sprechen bei einem neugeborenen Kalb bei der ersten Mahlzeit von 2 bis 3 Liter. Eine Kuh gibt vielleicht beim ersten Gemälde um die 15, manche sogar 20 Liter Kolostrum. Dieser Überschuss wird zu Blöcken gefroren, die anschließend industriell aufgearbeitet werden. Das Kolostrum gelangt schließlich als Saft, Creme oder als Pulver in Kapseln in die Apotheke. Allerdings wird es dort nicht als Medikament verkauft. Es gilt als Nahrungsergänzungsmittel. Für Kälber ist Kolostrum überlebenswichtig. Bei Menschen wirkt es zwar, das haben die Forschungen bewiesen, ein Allheilmittel ist es aber nicht.